Licht trägt. Was sind die wichtigsten Lebensmittel? Wasser, Reis, Brot, Kartoffeln, Fisch, Fleisch, Wein, Bier, Liebe, Literatur, Fasten. Das wichtigste Lebensmittel ist Licht. Die Sonne ist die Mutter allen Lebens. Sie gebiert, trägt und ernährt uns. Kein Wunder, dass sie in vielen Religionen das Göttliche verkörpert, wobei man beim glaubenstüchtigen, manchmal auch glaubenssüchtigen Menschenkind nicht immer weiß, ob die Sonne Symbol für Gott ist oder Gott Symbol für die Sonne. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Was ist Weihnachten und Ostern gemeinsam? Es sind die zentralen Dramen im großen christlichen Narrativ vom menschgewordenen, allzu verletzlichen, allzu nicht allmächtigen Gott. Gott im Stroh und Gott am Kreuz ist ohne Macht. Er kann nicht uns, wir müssen ihn beschützen. Diese Erzählung ist schlüssig, aber glauben wir daran? In beiden großen Festen der Liebe, Ostern und Weihnachten, feiern wir unsere Sehnsucht nach dem Licht. In diesem Jahr empfinde ich die Kraft der langen, lichten, blühenden und grünenden Tage besonders intensiv, wie in meinem Lied Monomer Fetze. Weit und Licht und die Sonne im Gesicht, Neger und Reu fließen unter die Haut, mein Mannem ist heiter und gleich gebaut. Im Frühjahr laufen wir mit ausgebreiteten Armen ins Licht. Die ersten Wonnemonate heißen längst März und April. Mai sommert schon. Licht strömt uns entgegen, durchdringt uns. An Weihnachten sehnen wir uns nach dem kleinen, warmen Licht, mit dem wir Kinder des Lichts der Dunkelheit entgegenleuchten. Licht trägt. Siehe auch Hans-Peter Schwöbel, Deus Vulnerabilis. Gott ist verletzlich in Hans-Peter Schwöbel vom Fleisch der ewigen Vergänglichkeit. Heureka, Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Seite 127. Und Hans-Peter Schwöbel, Monomer Fetze, am Ostufer der Abendröte, Satire und Poesie, Hörbuch-CD, Musik, Adax Dörsam, Feuerbaum Verlag.